Welcome to Hiza, das Sommerspezial aus Hinterzarten vom Sommer Grand Prix 2018. Urlaubsfeeling aus dem Schwarzwald mit sehr heißen Skispringern. Das ist doch eine ganz besondere Radioreise, auf die ihr euch definitiv freuen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen LHW-Ausgabe. Heute mit Welcome to Hiza, das Sommerspezial vom Sommer Grand Prix in Hinterzarten. Und es ist wirklich wieder schön hier zu sein, denn das letzte Mal war ich ja 2016 hier. 2017 habe ich aus beruflichen Gründen ausgesetzt. Und ja, jetzt bin ich 2018 wieder am Start. Und gleich zu Beginn habe ich mich mal bei den Besuchern des Sommer Grand Prix umgehört, was denn so das Besondere ist, so hier am Sommerskispringen in Hinterzarten. Hört mal rein. Ja, das Besondere ist unser Ort und die Schanzen hier. Das ist das Besondere an Hinterzarten und an dem Sommerskispringen. Und da ich hier aufgewachsen bin, gehört das Sommerskispringen dazu wie alle vier Jahreszeiten. Und Sommerskispringen, wenn es jetzt stattfinden wird, könnte ich mir vorstellen. Also es ist besonders, dass die Fans ja nah an den Springern sind. Also man kommt sehr gut an die Springer ran für Autogramme, Fotos. Ja. Dass es im Sommer ist. Das Sommerskispringen hier in Hinterzarten ist besonders, weil erstens mal sind es vier schöne Anlagen, vier schöne Schanzen und auch das Publikum zieht mit und das Wetter natürlich in diesem Jahr. Und die Besonderheit ist auch, dass es halt eben ein Mattenspringen ist und immer wieder schön anzusehen. Tja, wann hat man schon mal die Gelegenheit, bei einem Skispringen zuzugucken, ohne dass man Winterklamotten braucht? Und bei 30 Grad im Schatten, das muss man doch mal genießen, oder? Also das Besondere ist, dass man mit Freunden zusammenkommt, zusammen das Skispringen gucken kann, dass man halt auch sehr nah an den Springern drankommt wegen Autogramm und Fotos und dass es im Sommer nicht kalt ist und dass man sich so dick einpacken muss. Ja, es ist meistens eine tolle Atmosphäre hier, wenn die Stars springen und es ist halt mal was ganz anderes wie im Winter. Ich muss sagen, also das habe ich noch nie gesehen, das Sommerskispringen. Und deshalb finde ich das so wunderbar, dass man überhaupt auf diese Sachen runterkommt. Ja? Dass man mit den Skibrettern, die man im Winter benutzt, hier runterfährt und trotzdem so weit kommt. Ja? Also ich finde das wunderbar und herrlich. Ja? Was ganz, ganz Schönes für mich. Ja, ich habe das erste Mal auch gesehen. Ich habe also nur immer Wintersport gesehen. Und das ist für mich also so ein richtiger Highlight. Ja, und ich bin heute das zweite Mal hier in Hinterzarten. Ja, und wunderschön. Also für mich halt einfach, weil noch der Youth Cup ist und aneinander gehängt ist und meine beiden Kinder da mitmachen. Und dann ist das wie aneinander. Ja. Gehört zusammen. Und besonders ja, die schöne Schanze, die schöne Anlage hier. Ja. Dass die Jugendlichen hier springen können. Und irgendwann Olympiasieger werde. Und dass ich komme vom Bodensee, kann gut mit dem Zug herkommen. Und sonst viel. Na, vielleicht Siege nehme ich noch mit. Ein nettes Event, viele Buden, schönes Wetter haben wir heute. Und ja. Also einmal bin ich gerne hier, weil mein Enkelsohn hier springt. Und ich war auch im letzten Jahr schon hier und war auch hervorragendes Wetter. Man musste immer schattige Plätze suchen, wie heute. Und wie im letzten Jahr ist auch in diesem Jahr alles perfekt organisiert. Der Zeitplan stimmt. Aber es macht richtig Spaß zuzuschauen. Ja, wir kommen jetzt schon 11 Jahre hierher und ist immer wieder schön. Und dass man halt mit den Springer so nahe kommt. Und ja, und wir haben schon viele Freundschaften hier geschlossen. Und ja. Ist einfach wie zweite Heimat schon für uns. Was ich auch hier in der Weite so ein bisschen rede. Ah, zweite Heimat, das ist doch sehr schön. Genauso schön ist auch die anstehende Sendung. Unter anderem mit David Siegel, Alex Insam, Stefan Kraft, dann noch Dennis Konilov aus Russland, Roman Kudelka aus Tschechien und auch die Damen kommen nichts zu kurz im Programm. Los geht's aber gleich mit Andreas Wellinger und der USA-Tour. Nach den Fantastischen Vier mit Clouseau und dem WM-Song zusammen. Nur hier bei LHW. Sommerskispringen im Hochschwarzwald, das gibt's auch in diesem Jahr wieder beim Sommer Grand Prix in Hinterzarten. Leider nicht dabei ist Andreas Wellinger. Der Grund dafür ist die USA-Tour mit dem FC Bayern München. Doch
Vielleicht kommt die Reise zum richtigen Zeitpunkt, denn die ersten Sommerresultate waren noch nicht so prickelnd. Er war ja fitter bei der deutschen Meisterschaft und in Wissler gab es Rang 27. Für Andreas Wellinger hat aber eine ganz andere Sache hohe Priorität. Im Großen und Ganzen ist es aber stabil. Und wichtig ist, dass mein Körper gut funktioniert, ich ohne Beschwerden trainieren und springen kann. Das funktioniert im Moment auch sehr gut. Und da versuche ich dran zu bleiben, die Tage, Wettkämpfe und Lehrgänge im Sommer zu nutzen, um meine Stabilität zu finden und mehr zu arbeiten. Und dann wird das bestimmt wieder ein spannender Winter. Ein spannender Winter wird es auf alle Fälle. Und ich denke, genauso spannend ist auch seine aktuelle Tour mit dem FC Bayern München. Doch als Junge, der gebürtig aus Kaiserslautern kommt, habe ich den Trip mit einem Augenzwinkern kommentiert. Das Wort zum Valley wird Ihnen präsentiert von Lars-Henrik Wacker. Zugegeben, Hinterzarten ist not amused. Wie gerne hätten die Zuschauer den Olympiasieger Andreas Wellinger im Adler-Skistadion begrüßt. Doch der 22-Jährige begleitet den FC Bayern München auf der diesjährigen USA-Tour. Fußball statt Skispringen. Audi sei Dank. So kann man große Fußballleidenschaft mit toller Marketing verbinden. Ob es den Bayern-Spielern gefällt, sei jetzt einmal dahingestellt. Denn eigentlich bin ich mir ganz sicher, dass diese Testosteron-Kicker sowas Kurviges gerne dabei gehabt hätten. Rihanna zum Beispiel. Okay, die ist so oft in Paris bei PSG. Oder wie wäre es mit Shakira? Nee, die fährt doch nur zu Länderspielen mit und hat eine Vorliebe für Spanien. Oder Jennifer Lopez. Wobei die ist ja ein großer 1860 München-Fan. Gerade den Ex-Nationalstürmer Benjamin Laut findet sie doch ganz, ganz toll. Let's get loud. Yeah, J-Lo. Aber ganz ehrlich, Andy Wellinger ist doch ein Geschenk für die Bayern. Er ist freundlich, zuvorkommend und weiß sich in jeder Situation gut zu benehmen. Kann ja nicht jeder vom FC Bayern von sich behaupten. Und der FCB braucht mal wieder ein paar positive Impulse. In der Vorsaison gab es kein Triple, sondern nur das Single mit der deutschen Meisterschaft. Für den Rekordmeister ist das doch eher wie ein in die Jahre gekommener One-Night-Stand. Und dann knabbern die deutschen Nationalspieler ja immer noch an ihrem russischen WM-Fiasko. Hummels, Neuer und Co. wissen doch gar nicht mehr, wie sich Gold anfühlt. Da braucht es dann einen echten Champ. Und so tingelt unser cuter German Hotdog mit den Münchner Bayern durch die USA. Fotos sprechen ja Bände und wenn der Andi was sehr gut kann, dann ist es Lächeln, unser lebendes Smiley-Gesicht. Wobei den Bayern-Profis bei einer Sache das Lachen vergehen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Trainer Niko Kovac den Andreas auch in das Training mit einbezieht. Unser Welli ist ja bekanntermaßen ein standhaftes Kerlchen, der selbst beim härtesten Landedruck nicht einknickt. Genau das Richtige gegen eine aktuelle Fußballerkrankheit, die ihre Kreise zieht. Neymar! Ja, da rollt er, der Neymar. Und wahrscheinlich kullert er gerade über den US Highway. Doch wer will schon den brasilianischen Dribbelkünstler haben, wenn es den Andy gibt? Neymar hat einfach zu viele Tattoos. Die braucht der Flieger vom SC Ruhpolding nicht. Das sagt ihm bestimmt auch sein fitter Opa Dieter. Getreu dem Motto, ein Tattoo auf der Haut ist in 10 Jahren völlig out. Okay, die Zahlen kommen eigentlich von Ballermann-Star Mickey Krause. Das ist dieser Partyphilosoph hier. But back to USA. Gute Zeit, Andy. Futter uns nicht zu viel Fastfood, denn du musst ja im Winter wieder abheben und hab einfach viel Spaß. Bis bald, oder besser gesagt, see you later, Bavarian Alligator. Adler. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein echter Allrounder bin. Und spätestens in meiner Zeit bei der Lausitzwelle konnte ich dies auch bestens ausleben. So wie hier beim Straßentheater in der Altstadt von Hoyerswerda. Doch auch in meinem Kunstrausch verliere ich nicht den Bezug zum Sport und habe gleichzeitig noch spontan zwei Skispringer in den Beitrag mit eingebaut. Und warum? Weil ich von meiner Figur her gerne mal mit den Skispringern verglichen werde. Mehr dazu jetzt.
Ein echt schönes Bild. So viele trommelnde und klopfende Menschen zu sehen. Musik selber machen macht einfach gute Laune. Und wenn sich noch Menschen aus verschiedenen Ländern zum Musikmachen zusammenfinden, dann kommt so etwas wie bei der Band The Bees heraus. Aus den USA, Kanada und Deutschland stammen die Mitglieder der Combo mit musikalischem Sitz in Berlin. Und diese internationalen Einflüsse merkt man eben in der Rock-, Pop- und Folklore-Musik der vier Künstler. Neben eigenen Songs haben die Musiker noch ein ganz spezielles Faible, nämlich das für deutsche Trinklieder. Ist natürlich wie alle deutschen Trinklieder sehr tief, gründig, philosophisch und traurig. Fällt das Glas aus meiner Hand, hey, dann gibt's halt ein paar Scherben. Seht, genauso möchte ich sterben, wie das Glas in meiner Hand. Eben hab ich noch erzählt, was ich morgen alles tun will. Und auf einmal steht mein Herz still und mein Glas, das fällt doll. Jetzt geht's los, dann trinkt ihr lustig weiter. Trink, 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 was ist denn schon geschehen? Trink, 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 wenn die bleiben nicht stehen. Trink, 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 sie wird sich weiter drehen. Trink, trink, trink. Einer hält uns in der Hand und lässt uns ganz plötzlich fallen. So geht es dir, so geht's uns allen, wie dem Glas in meiner Hand. Na, na, da hat die gute Dieter Reiner mit den Scherben aber ein bisschen gemogelt. Auch wenn die Stadtreinigung in Hoyerswerda ihr dafür wohl ziemlich dankbar sein wird. Übrigens muss ich bei diesem Song irgendwie die ganze Zeit an meinen Chef denken. Der sagt auch immer, Lars, Sie müssen einfach mehr Alkohol trinken, dann werden Sie auch lockerer. Aber das ist doch bei meiner Skispringer-ähnlichen Figur keine so gute Idee. Ja, sogar Skispringer wie Olympiasieger Andreas Wellinger oder Deutschlands frisch gebackener Junioren-Vizeweltmeister Luca Roth bringen mehr Gewicht auf die Waage als ich. Aber kein Problem für The Bees. Die haben ja noch jede Menge Chicken im Programm. Lars-Henrik Wacker ist am Mikro und wir machen weiter mit einem anderen Deutschen, nämlich David Siegel. Und der David ist aktuell auf einer kleinen Erfolgswelle, denn am 13. Juli hat er ja den deutschen Meistertitel eben in Hinterzarten gewonnen. Das ist übrigens der zweite nationale Titel nach 2016 in Oberhof. Wie es gerade beim David ausschaut, hört ihr jetzt im LHW-Interview. Ja, David Siegel jetzt im Interview. Gib uns doch mal einen Einblick in deine Gefühlslage. Wie zufrieden bist du denn mit dem Sommerstart bisher? Ja, sehr. Also ich meine, mit der deutschen Meisterschaft auf jeden Fall voll. Das war so bisher der Höhepunkt. Sonst sind wir bisher gut vorankommen im Training. Deutsche Meisterschaft ist das perfekte Stichwort. Welchen Stellenwert hat dieser DM-Titel, das wäre mittlerweile der zweite von dir, und auch gerade zu dem Zeitpunkt?
Ja, man darf ihn natürlich nicht überbewerten, weil es wirklich früh im Sommer ist und da kann natürlich noch alles passieren. Trotz alledem bin ich ziemlich zufrieden, also nehmen wir so auch mit. Und ist für mich so ein Zeichen, dass wir einfach auf dem richtigen Weg sind. Reden wir noch mal ein bisschen über die Vorbereitung. Du bist nämlich schon in einer recht guten Frühform. Und inwiefern spielt da eigentlich der COC-Kodenplatz eine Rolle? Hast du da dich irgendwie schon ein bisschen frühzeitig darauf vorbereitet oder spielt das für dich irgendwie gar keine Rolle? Doch, das spielt natürlich eine Rolle. Ich meine, es ist oben ein Startplatz mehr, den man natürlich erkämpfen will und wo man dann natürlich auch starten möchte. Ja, da bereiten wir uns gerade darauf vor, dass wir die Periode im September ziemlich gut bestreiten oder möglichst da eben den Platz holen. Und deswegen sind wir jetzt ganz gut im Training und haben jetzt noch knapp 4 Wochen Zeit. Gib uns doch nochmal einen Ausblick, was so nach Hinterzarten stattfindet und inwiefern du deine Chancen auf eine Rückkehr ins Weltcup-Team einschätzt. Natürlich, die sind da. Ich meine, im Winter habe ich jetzt auch ein paar Einsätze bekommen. Da konnte ich leider die Leistung nicht zeigen, die ich im COC gezeigt habe. Ja, da probieren wir natürlich das zu beheben. Genau. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Ja, danke. Und gerade nach dem solchen Jahr 2017 mit großem Verletzungspech drücken ihm ja sehr viele Fans die Daumen, dass es im Weltcup endlich vorangeht. Ganz sicher weiter geht es jetzt mit den besten Sommerhits. Und zwar bei eurem Skisprung-Radiosender LHW. LHW und weiter geht's mit dem Italiener Alex Insam. Und ich finde, zum Alex fallen einem ja doch sehr viele Schlagworte ein. 20-jähriger Südtiroler, großes Skisprungtalent, Medaillengewinner bei der Junioren-WM in Park City 2017, dann ja noch nationaler Rekordhalter oder auch schicker Mädchenschwarm mit ernsten Blicken. Und ich glaube, diese Liste könnte man unendlich weiter fortführen. Doch nennen wir das Kind beim Namen. Hier kommt Alex, Baujahr Dezember 1997, jetzt im Interview bei LHW. Alex Insam, so als Kind des Winters, wie zufrieden bist du eigentlich mit dem Start in den Sommer? Ja, mit dem Start eigentlich sehr zufrieden. Hätte mir nicht erwartet, jetzt in der Qualifikation gleich in den Top 10 zu hüpfen. Aber ja, danach im Wettkampf wieder ein bisschen mehr zurück in die Realität und trotzdem aber zufrieden. Ganz ehrlich, ich finde, du bist ja eigentlich ein sehr spannender Springer. Du kommst aus Südtirol, du hast die Schule in Stams absolviert, Trainer ist Lukas Kruschtek aus Polen. Wie wichtig sind eigentlich die internationalen Impulse für dich? Doch sehr wichtig eigentlich. Okay. Generell, wo steht eigentlich das italienische Skispringen deiner Meinung nach? Wie meinst du das, in welcher Rangliste als Sportart? Nein, also der aktuelle Zustand des italienischen Skispringens, also wie du das deiner Meinung nach bewertest. Wir sind sehr wenige, wir sind jetzt eigentlich nur mehr zu viert, also gerade mal eine Mannschaft. Und ja, wir, die vier, die jetzt hier sind, versuchen eigentlich das Beste und eigentlich gar nicht schlecht. Nur eben wäre halt gut, wenn jetzt noch 100 kleine Jüngere nachkommen würden, aber ist halt nicht so. Eine schöne Geschichte ist ja auch, dass mit deiner Schwester, die Evelyn, die auch Skispringt. Wie muss man sich das zusammen eigentlich vorstellen? Redet man da eigentlich nur über Skispringen oder gibt es da privat auch andere Themen? Nee, eigentlich überhaupt nichts über Skispringen. Wir versuchen das Skispringen einfach alles jedem eigenen zu überlassen. Okay, abschließend noch, jetzt nach Hinterzarten, gib uns doch mal einen Einblick, wie es für dich weitergeht und vor allem auch, wie man die Sommerform auch in den Winter transportieren kann. Denn oftmals war es bei den Italienern ja so, dass im Sommer es gut lief, aber im Winter eher nicht so. Ja, eben, das ist die gute Frage. Eigentlich, wie es weitergeht, wissen wir ja nicht. Doch, eigentlich schon. Wir bleiben jetzt die Woche noch hier in Hinterzarten, gehen danach direkt weiter nach Einsiedeln. Aber das mit der Form ist eine gute Frage. War ja letztes Jahr auch schon so, dass ich im Sommer eigentlich gut war und dann im Winter hat es nicht so funktioniert, wie ich wollte. Alex, da wünsche ich mir viel Erfolg. Herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Ja, Alex Insam. Ein bisschen schüchtern ist er dann immer noch, aber das macht ja nichts. Die Ski-Jumping-Family freut sich auf den jungen Italiener. Wir machen jetzt weiter mit sommerlicher Musik. Das ist Welcome to Hiza, nur hier bei LHW.
Er ist kein Popstar, wahrlich kein Teenie-Stern und auch nicht der Mann der Stunde. Doch Dennis Kornilov ist ein gern gesehener Gast in Hinterzarten. Im Schwarzwald kennt man sich und das fachkundige Publikum an der Schanze weiß mit dem Namen des russischen Skispringers so einiges anzufangen. Jahr für Jahr ist der 31-Jährige im Teilnehmerfeld des traditionsreichen Sommer-Grand Prix. Da bleibt dann auch Zeit für das ein oder andere nette Gespräch mit dem eher introvertierten Skispringer. Dem Mann aus Nischni Nowgorod gefällt es im malerischen Kurort, zumal er sich ja auch sehr gut auf Deutsch verständigen kann. Für unsere Mannschaft ist ein spezieller Platz hier. Wir haben 5 Jahre mit Wolkenstein gearbeitet und wir haben viele Freunde hier. Auch Klaus Hüttner, unser Physio, waren wir hier. Immer rufen zum Klaus, immer ein Visit machen. Und ja, diese Chance ist ein bisschen alt, aber ist natürlich sehr gut für Training mit diesem starken Radius oben. Und das war zuerst. Und was anderes ist, ist Leute im Wettkampf, Zuschauer, immer Spaß hier zu springen. Doch letztendlich ist Kornilov nicht zum Sommerurlaub hergekommen. Die harte Arbeit ruft und die russischen Skispringer wollen ihren Rückstand auf die Top-Teams wettmachen. Auch deshalb hat man im Mai den Posten des Cheftrainers neu besetzt. Der Mann auf dem Trainerturm ist nun Evgeny Plekhov. Einst Trainer der B-Mannschaft soll er nun die besten Skispringer Russlands auf Vordermann bringen. Darunter auch Dennis Kornilov. Also Evgeny ist nicht nur ein Mann in unserer Mannschaft, er arbeitet schon viele Jahre als Manager. Und 102 Meter. Jetzt er ist Cheftrainer und er ist jung für Trainer, aber hat schon viele Experience. Also das heißt, bin ich gespannt. Wir arbeiten nur 2-3 Monate, aber wir müssen ein bisschen warten. Aber wir haben schon etwas gewechselt in unserem Trainingsplan und unser Denking, unser Weg. Neutrainer Plekhov hat viel Arbeit vor sich. Dennis Kornilov sucht seit längerem nach seiner Form. Altmeister Dmitri Vassiljev kämpft im hohen Alter von 38 Jahren mit seinem Körper. Und Russlands Bester, Evgeny Klimov, fehlt noch die Beständigkeit. Die Saison 2017-2018 verlief für den 24-Jährigen eher ernüchternd. Doch die ersten Sommerwettkämpfe machen wieder Mut. Es bleibt aber dennoch festzuhalten, dass das russische Skispringen nicht auf Rosen gebettet ist. Und in diesem Sommer hat die heimische Öffentlichkeit auch noch während der Weltmeisterschaft ihre Liebe zum Fußball entdeckt. Ein Nachteil für das Skispringen? Ja, in meiner Heimstadt Nizhny Novgorod war auch paar Spiele. Auch Nizhny Novgorod war hosting the Games. Aber ich habe nicht gesehen. Ich war nicht im Stadion im WM, aber ich war vor WM Probespiel. Und muss ich sagen, die Stadion ist super. Unsere Stadt jetzt sehr gut aus und was ich habe gesehen am Fernsehen, viele Leute ist sehr zufrieden und hat viel Spaß in Russland und ich denke, das war ein super WM. Also kein Nachteil fürs Skispringen? Nein. Kornilov und seine Teamkollegen wollen dennoch nicht aufgeben. Auch wenn ihnen nicht die finanziellen Mittel der Top-Teams zur Verfügung stehen, so wollen sie sich über ihre akribische Arbeit langsam wieder herankämpfen. Die russischen Skispringer wird man auch im Winter wiedersehen. Und vielleicht nehmen sie sich ja auch ein Vorbild an den Schwarzwälder Kuckucksuhren. Auf den Punkt genau da sein. Ja, Dennis Kornilov. So lange schon dabei, aber immer noch ein sehr sympathischer Skispringer. Und mal sehen, wo es für die Russen im Winter hingeht. Wir machen jetzt aber weiter mit dem besten Sommermix. Das ist Welcome to Hiza. Nur hier bei eurem Skisprung-Radiosender LHW. LHW und wir machen weiter mit einer Neuheit im Programm, nämlich dem Service-Thema. Dafür habe ich mal in der Touristinformation in Hinterzarten vorbeigeschaut. Und was man hier in dem Luftkurort noch so machen kann, abseits des Skispringens, erfahrt ihr jetzt.
Hinterzarten ist ja ein beliebter Ort für Touristen. Das weiß auch mein heutiger Gesprächspartner, Herbert Kreuz, der Pressesprecher vom Hochschwarzwald-Tourismus. Ja, Herr Kreuz, gleich mal zum Einstieg. Wie sehr merkt man das eigentlich im Vorfeld des Sommer-Grand-Prix? Ja, der Sommer-Grand-Prix ist für den Hochschwarzwald und gerade hier in Hinterzarten natürlich eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Wir haben nun das Glück, dass das Wetter auch mitzuspielen scheint. Es ist tolles Wetter, was ohnehin dann viele Tagesgäste auch anlockt. Aber in Hinterzarten hat natürlich Skispringen eine große Tradition. Viele bekannte Skispringer kommen aus der Region, kommen aus Hinterzarten, sodass nicht nur das Skispringen dann für Gäste interessant ist, sondern auch für die Einheimischen. Blicken wir aber mal über den Sport hinaus. Was kann man denn hier in Hinterzarten und der Umgebung noch machen? Ja, das Schöne ist eigentlich, dass Hinterzarten und der Hochschwarzwald ist eigentlich eine ganzjährige Tourismusdestination. Das heißt, man kann eigentlich im ganzen Jahr vielerlei Attraktionen und Sehenswürdigkeiten erleben. Hinterzarten insbesondere zeichnet sich gerade im Winter aus durch viele tolle Langlaufstrecken, Hütten, die zur Einkehr einladen. Es gibt Lifte, tolle Möglichkeiten für Alpinfahrer. Der Feldberg ist ja ganz in der Nähe, sodass man auch die Möglichkeit hat, dort in einem größeren Skigebiet, das größte Skigebiet nördlich der Alpen, hier in Baden-Württemberg auch, wo man dann richtig toll Skifahren kann. Man hat im Winter eigentlich vom Schneeschuhwandern über Winterwandern hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten. Im Sommer jetzt im Moment, klar, lockt das ganz viele Wanderer an. Wir haben tolle Radwege zwischen den Seen, Titisee, Schluchsee, auch hier Hinterzarten Richtung Feldberg. Also das Angebot ist sehr, sehr groß und da wir einfach Mittelgebirge sind, das heißt, es ist nicht zu flach und auch nicht zu hoch, hat man eigentlich auch überall die Möglichkeit, ganz gut hinzukommen. Wie ich sehe, ist also Hinterzarten ein Ort für Sommer und für Winter. Welche Tipps gibt es denn eigentlich gerade für das Buchen, wenn man sich denn für Hinterzarten entscheidet? Also über hochschwarzwald.de kann man ganz, ganz viele Tipps entgegennehmen, kann auch direkt buchen, findet Unterkünfte vom Fünf-Sterne-Hotel bis zum Campingplatz, Ferienwohnungen, alternative Übernachtungsmöglichkeiten, wie beispielsweise in einem Baumzelt. Also da hat man eigentlich das ganze Repertoire. Man hat auch die Möglichkeit, in den Touristinformationen gibt es 20 im Hochschwarzwald und auch hier in Hinterzarten eine Touristinformation, wo man auch direkt sich nochmal beraten lassen kann und auch buchen. Oder eben bei den Gastgebern selbst, wenn man schon weiß, wo man hin möchte. Ein Klassiker ist natürlich auch das Thema Essen, wenn man gerade hier vor Ort ist. Wo kann man denn hier in Hinterzarten sehr gut essen? Und vor allem, was ist auch noch so ein Tipp für eine typische Spezialität? Ich glaube, jetzt ein Restaurant oder einen Gastgeber herauszuheben, das mache ich lieber nicht, weil es einfach zu viele gute auch gibt. Es gibt von gut bürgerlich mit traditionellem Essen wie typisch badisch oder mit einem Schwarzwälder Schinken oder auch mit einem schönen Dessert, einer Schwarzwälder Kirschtorte, all den Dingen, für die der Schwarzwald, der Hochschwarzwald auch bekannt ist. Bis zur Sterneküche hat man da wirklich alle Möglichkeiten, die Schwarzwälder, die badische Küche zu genießen. Kulinarik ist hier auch ein großes Thema und auch ein Grund, weshalb viele Gäste hierher kommen, weil man hier einfach auch ganz gut essen kann. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten, hier auch in Hinterzarten, wo die Hotellerie einen sehr hohen Stellenwert hat, was Gutes zu bekommen. Was ja auch viele Touristen hier suchen, ist ein schönes Andenken, beispielsweise auf die Liebsten. Was würden Sie uns da vielleicht empfehlen? Was ist so ein schönes Andenken aus Hinterzarten, jetzt auch mal abseits von der Kuckucksuhr? Wenn Sie die Kuckucksuhr gerade ansprechen, die Kuckucksuhr wird ja im Moment auch wieder so von ganz vielen jungen Künstlern neu erfunden. Das heißt, die gibt es in ganz modernen Farben, in modernem Holz, sodass das eigentlich momentan in unterschiedlichen Größen schon der Renner ist bei vielen Touristen. Je weiter her sie kommen, also gerade jetzt aus dem asiatischen Bereich zum Beispiel oder auch aus Amerika oder sonst so, da ist die Kuckucksuhr absolut der Renner. Viele, die jetzt, sagen wir mal, aus dem näheren Umkreis kommen oder auch jetzt, sagen wir mal, Gäste aus Deutschland, die nehmen sich dann doch gern vielleicht auch ein schönes Stück Schwarzwälder Schinken mit. Das ist so das Übliche. Klingt spannend. Jetzt vielleicht noch abschließend, wo hält man eigentlich noch mehr Informationen, wenn man sich wirklich für einen Urlaub hier in Hinterzarten der Region entscheidet? Ja, wie gesagt, wir haben im Hochschwarzwald 20 Touristinformationen, die zu den wesentlichen relevanten Zeiten auch besetzt sind, wo man ganz viele Informationen zu allen Themen bekommen kann. Wo kann ich am besten Urlaub machen, zu welchen Zeiten, welche Unterkunft lohnt sich, wo gibt es Veranstaltungen, Attraktionen, die mich interessieren.
Also da kann man wirklich vor Ort Beratung bekommen, aber auch über hochschwarzwald.de gibt es auch die Chat-Funktion, wo man sich auch dann direkt mit den Hochschwarzwald-Experten sozusagen auseinandersetzen kann, Fragen stellen kann. Es gibt die Hochschwarzwald-Reiseführer-App, die es zum Download gibt, kostenlos. Auch da kann man sich die wesentlichen Informationen über den Hochschwarzwald ziehen und sich informieren vor und auch während dem Urlaub. Herr Kreuz, herzlichen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Vielen Dank auch. Warum eigentlich die Lausitz? Das ist auch eigentlich eine schöne Frage. Hat aber einfach ein bisschen mit meiner Biografie zu tun. Also ich habe ja ziemlich früh mit dem Journalismus schon angefangen, bei einigen Tageszeitungen gearbeitet, auch so viel für Zeitungen geschrieben. Ich meine, das ist ja bekannt, das kennen die meisten Skisprung-Fans. Es war dann aber halt auch so, dass ich nach meinem Studium 2016 dann so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Also ich habe mich um ein journalistisches Volontariat beworben bei vielen verschiedenen Zeitungen und durfte auch einiges anfangen, probieren, testen und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und so ist ein bisschen die Zeit vergangen, da war dann schon das Jahr 2017, ich hatte immer noch kein Volontariat, bin dann nochmal nach Gießen zum Studieren gegangen, habe aber auch dort gemerkt, dass das Masterstudium nicht ganz so mein Ding ist. Aber in dieser Zeit habe ich dann festgestellt, okay, ich möchte was anders machen. Ich bewerbe mich jetzt nicht mehr bei Zeitungen, sondern suche eben ein zweites Standbein und das war eben das Radio, weil ich eben schon ein bisschen Vorerfahrung beim Radio hatte und habe eben geguckt, welche freien Stellen es gibt und ja, durch Zufall ist es dann halt auch die damalige Elsterwelle, heutige Lausitzwelle geworden. Hat auch damals sehr gut gepasst. Im Herbst 2017 war ja auch wieder Sommerskispringen in Klingenthal, davon natürlich noch der COC und eben kurz danach die Deutsche Meisterschaft in Oberwiesenthal. Ich weiß noch, einen Monat davor hat mein heutiger Chef angerufen und hat gefragt, wie ich denn oder ob ich denn überhaupt mal vorbeikommen kann zum Bewerbungsgespräch nach Hoyerswerda. Da habe ich gesagt, ja, das passt natürlich perfekt. Ich bin in der Zeit eh schon in Sachsen und habe das dann damals so gemacht, dass ich dann noch ein paar Tage in Dresden geblieben bin, übers Wochenende und dann im Oktober, wann war das vielleicht, knapp Mitte Oktober, dann am ersten Montag dann gleich eben im Zug nach Hoyerswerda gefahren bin, dann dort das Bewerbungsgespräch hatte, wir haben gleich den gemeinsamen Nenner gefunden und ja, dann konnte das Abenteuer losgehen. Ich bin dann auch danach wieder zurück nach Gießen gefahren, habe dann dort erstmal alle Zelte abgebaut, nochmal ein kurzer Zwischenstopp im November nach Kaiserslautern, erst dann eben ab 1. Dezember 2017 dann zur Elsterwelle, schrecklich jetzt Lausitzwelle ging und ja, da bin ich jetzt auch noch heute und stehe jetzt kurz vorm Ende meines Volontariats und kann auch wirklich sagen, dass dieser Schritt goldrichtig war. Einfach weil ich damit meine schwierigste Lücke in meiner Biografie auch schließen konnte und mich im Bereich TV, vor allem auch im Radio gut weiterentwickeln konnte, auch als Person nochmal viel gelernt habe in einer ganz anderen Region, die auch nicht jeder kennt, die für viele auch irgendwie doch nur so ein bisschen fremd ist und vielleicht auch mit Vorbehalten behaftet ist. Und aber das habe ich alles geschafft, alles gemeistert, auch viele Krisensituationen des Senders super gemeistert. Und dementsprechend bin ich der Meinung, das war eine tolle Erfahrung. Es war die schwierigste Erfahrung meiner Vita, die schwierigste auch in meinem Privatleben. Aber es hat sich voll und ganz gelohnt und ich habe den nächsten Schritt gemacht und kann jetzt stolz auf diese 2 Jahre zurückblicken. Zur Sache heute mit dem Thema die Entwicklung des Darmskisprings. Und ich finde, für dieses Thema gibt es eigentlich keinen besseren Ansprechpartner als den Darmski-Experten und Buchautor Louis Holuch. Ja, Louis, was macht speziell das Darmskispringen für dich so besonders? Ja, hallo Lars erstmal. Danke für die Einladung zum Gespräch. Für mich einmal die Faszination Skispringen an sich. Also ich bin schon von Kindesbeinen an großer Skisprung-Fan und finde es faszinierend, dass Mädchen und Frauen in meinem Alter oder sogar teilweise noch deutlich jünger als ich sich von diesen großen Schanzen stürzen. Aber auch, dass dieser Sport noch so eine gewisse familiäre Atmosphäre hat. Also man kommt mit den Sportlerinnen hautnah in Kontakt und das ist für mich einfach eine sehr reizvolle Mischung.
Reden wir über Hinterzarten, den Austragungsort des Sommercupris der Männer und auch Frauen. Warum ist die Station hier so besonders? Na, einmal deshalb, weil wir jetzt zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder hier sind. Also ist ja schon eine verdammt lange Zeit, dass wir hier das letzte Damenspringen im Sommer Grand Prix gesehen haben. Zudem ist es jetzt erst die 3. Austragung für die Damen. Und ja, einfach dadurch, dass Hinterzarten so eine große und lange Geschichte hat, was das Ausrichten von Sommerskispringen angeht, wird es jetzt auch für die Damen besonders. Viele Beobachter sprechen ja auch von einer neuen Phase in der Entwicklung des Damenskisprings. Ja, klär uns doch mal auf, was ist damit überhaupt gemeint? Die Annahme besteht zu Recht. Allein dadurch, dass die FIS jetzt im Frühjahr, kann man sagen, die Entscheidung getroffen hat, den Damen mehr Möglichkeiten zu geben, vor allem auf Großschanzen zu springen, also die Springen auf Großschanzen deutlich zu erhöhen, zudem auch noch deutlich mehr mit den Herren unterwegs zu sein. Das zeigt sich jetzt allein schon im Sommer, dadurch, dass sie 6 Einzelspringen haben, 4 mit den Herren sogar am gleichen Ort und 3 davon auf der Großschanze, um das mal mit Zahlen zu unterfüttern. Und das ist einfach ein Zugeständnis für die Skispringerinnen. Nach langen Jahren der Entwicklung hat die FIS erkannt, okay, wir sind jetzt auf einem Level, wo wir den Damen Zugeständnisse machen können, ihnen mehr Möglichkeiten geben können, auf größeren Schanzen zu springen und sich dementsprechend zu entwickeln, was vor einigen Jahren oder Jahrzehnten sogar noch undenkbar war. Da sahen sich die Damen ja wüsten Vorwürfen ausgesetzt, wie dass der weibliche Körper gar nicht fürs Skispringen geeignet ist. Und spätestens jetzt mit dieser Entscheidung, dass man deutlich mehr auf die Großschanzen geht und somit einen weiteren Schritt in Richtung Geschlechtergleichheit macht und auch Richtung Skifliegen, ist das ein riesengroßer Schritt vorwärts. Du hast auch die FIS gerade angesprochen. Womit hat die FIS denn diese Entscheidung begründet und wie wurde sie von den Verantwortlichen aufgenommen? Walter Hofer hat sich dazu auf einer Pressekonferenz in Oslo sehr ausführlich geäußert. Er hat einfach gesagt, dass die Damen jetzt zu einer homogenen Masse zusammengewachsen sind, die es einfach erlaubt, sowohl in der Breite als auch in der Spitze eben auf diese Großschanzen zu gehen. Zudem gab es von der FIS auch noch Potenzial in Bezug auf Einsparmaßnahmen, also dass man dann eine gemeinsame TV-Produktion hat, eine gemeinsame Unterkunft, dementsprechend Geld spart, sowohl für die FIS selber als auch für die Veranstalter, die sich ja immer schwer machen, so ein Event zu finanzieren. Und im Großen und Ganzen hat das wirklich ausschließlich positive Reaktionen hervorgerufen, insbesondere die Geschichte, dass man halt auch auf die Großschanzen geht. Bis zur vergangenen Saison gab es da einen Paragraphen im Regelwerk, der besagte, dass die maximale Schanzengröße für die Damen HS 118 ist, der ist jetzt endgültig gekippt worden und das ist wirklich mit großer Freude aufgenommen worden. Und ich finde es auch spannend, dass Walter Hofer, der jetzt quasi auf der Zielgeraden seiner Funktionärskarriere ist, sich nochmal an so ein Abenteuer heranwagt und nochmal völlig neue Wege geht. Okay, aber wie beurteilst du auch gerade diesen Zeitpunkt? Ich meine, das hat ja durchaus etwas länger gedauert. Das ist richtig, aber anders als bei vorherigen Entscheidungen, man kann da das Beispiel Olympia nennen, auch die Weltmeisterschaften, das hat ja eine Zeit lang gedauert, bis man da gesagt hat, okay, wir trauen den Damen das zu. Das war diesmal nicht so. Für mich sagt mein Gefühl, dass es jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, nachdem man testweise in Oberstdorf und in Planica auch noch andere Großschanzen außer der traditionellen in Oslo ausgetestet hat, dass man jetzt sagt, okay, man nimmt ganz andere Schanzen ins Programm, wie jetzt beispielsweise TTC Neustadt im Winter oder Klingenthal im Sommer. Für mich kommt diese Entscheidung genau zum richtigen Zeitpunkt. Okay, reden wir mal über die anstehende Saison und gib uns doch mal einen Ausblick. Was kann man von der neuen Saison erwarten? Ich würde die Erwartungen ein bisschen dämpfen wollen, weil klar ist, dass das ein bisschen Zeit braucht, dass sich das Feld an diese neue Situation gewöhnt. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die Dichte sich großartig verändern wird. Wahrscheinlich wird es in etwa gleich bleiben. Aber ich bin sehr gespannt auf den Fortschritt. Also es wird am Anfang sicherlich noch so sein, dass es da die eine oder andere Schwierigkeit gibt. Aber ich bin mir sehr sicher, allein dadurch, dass man den Damen jetzt einen Anreiz gibt, auch auf der Großschanze zu trainieren, dass sich das im Laufe der Saison wirklich aufbessern wird und wir spätestens zum Saisonende dann mit dieser neu geschaffenen Bluebird zu in Russland dann wirklich auch hochqualitative Damenspringen auf der Großschanze sehen. Was nicht heißen soll, dass es die nicht vorher auch schon gab. Aber ich denke, man will jetzt nochmal auf ein völlig neues Level kommen, auch wenn es ein bisschen Zeit brauchen wird. Ich sehe, es wurde schon sehr viel gemacht, aber was muss denn noch gemacht werden, damit das Damenskispringen auf einer Stufe eben mit dem Herrenskispringen kommt? Ja, ein großes Streitthema war jetzt insbesondere zum Saisonende das Teamspringen. Wir hatten ja jetzt in der vergangenen Saison zum ersten Mal Teamspringen im Weltcup für die Damen, 2 Stück. In der nächsten Saison werden es 3 sein dann.
ist auch definitiv ein guter Fortschritt, aber das Teamspringen hat es halt nicht zur WM geschafft. Und das ist ein großer Wunsch gewesen, insbesondere von den gastgebenden Österreicherinnen. Und da waren sie doch schon sehr enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Jetzt wird es erst 2021 in Oberstdorf soweit sein, ein Jahr später dann das erste Mixteam bei Olympia. Das sind schon gute Schritte, aber die nächsten, die dann folgen sollten und müssen, meiner Meinung nach, klar, dann Großschanzenspringen bei Weltmeisterschaften und bei Olympia. Und dann früher oder später auch dann Skifliegen. Also das ist wirklich der ultimative Schritt, sagen auch die Damen selber, dass man dann sagen kann, okay, man befindet sich auf Augenhöhe. Und ein anderes Detail noch ist sicherlich das Preisgeld. Bei den Herren ist es ja so, man bekommt 100 Schweizer Franken pro erzieltem Weltcup-Punkt. Bei den Damen sind es 30 und auch nur die ersten 20 pro Weltcup-Springen kriegen Preisgeld. Da gibt es sicherlich noch Nachholungsbedarf. Luis, herzlichen Dank für den Exkurs. Ja, sehr gerne. Ja, nachdem wir ja sehr ausführlich über die Entwicklung des Damenskisprings gesprochen haben, wird es nun mal Zeit, die Damen selbst zu Wort kommen zu lassen. Ich habe einmal mit Selina Freitag, Juliane Seifert und Katharina Althaus über die aktuelle Saisonverbreitung gesprochen. Jetzt zu hören bei LHW. Also ich denke, wir sind jetzt ganz gut aufgestellt. Wir haben uns, denke ich, ganz gut vorbereitet. Und erstmal danach, morgen geht's ab in Urlaub, 2,5 Wochen. Und dann Trainingslager, wieder in Oberstdorf und dann weiter zum Wettkampf. Also es läuft ganz gut. Wir hatten ja vor 2 Wochen ja schon deutsche Meisterschaften. Die waren für mich ganz erfolgreich mit 2x Gold. Und jetzt heißt es halt, die guten Sprünge so in den Sommer-Grand-Prix zu bringen. Und ich werde den kompletten Sommer-Grand-Prix durchfahren und freue mich da natürlich drauf. Die Saisonvorbereitung läuft eigentlich ganz gut. Ich sehe den Sommer-Grand-Prix eher auch als Vorbereitung auf den Winter. Gebe jetzt nicht alles drauf, dass ich auch im Sommer vorne mit dabei bin, sondern sehe das auch als Vorbereitung. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Es stehen ein paar Sommer Grand Prix an, dann auch mit den Herren zusammen und darauf freue ich mich. Lachen, flachsen und immer mit den jüngeren Teamkollegen mithalten. So kennt man den tschechischen Skispringer Roman Kordelka. Den 30er-Club hat er mit seinem Geburtstag am 9. Juli ja schon erreicht. Doch wer den Flieger vom LSK Lomnitze jetzt in die Ecke der alten Herren abstellen möchte, der wird schnell eines Besseren belehrt. Skispringen lebt doch von der Begeisterung des Fliegens, die in jedem Springer schon seit Kindesbeinen ansteckt. Das hält jung und unbeschwert. Doch alles andere als leicht war der abgelaufene Winter für den 30-Jährigen. Nach einer starken Sommervorbereitung lief es im Winter überhaupt nicht für den nominell stärksten Tschechen. Beste Leistung im Wettkampf. Ja, ich will Schluss gemacht. War sehr schwer Winter und war alles schwer in Tschechien. War die Situation nicht so leicht und keine Geld, alles weg. Und jetzt ist der neue Chef, Jakub Janda, ist in tschechischer Schifferbahnchef. Sehr positiv und dann ich bin gesagt, ja, okay, ich mache weiter und jetzt ich springe mit Spaß. Ich will nicht viel Druck und viel kämpfen, aber ich will ruhig springen und mit Spaß und dann selber. Nun steht eine neue Sommersaison für den 5-maligen Weltcupsieger an. Wochen der harten Arbeit stehen dem Familienvater bevor, der die Herausforderung Jahr für Jahr annimmt und versucht, das Maximum für den Winter herauszuholen. Vorbereitung, ich bin beginnen ein bisschen später, einen Monat wie normal, dann ist Form sicher nicht optimal noch, aber ist auch nicht so schlecht. Ich muss Stabilisierung, Sprung und dann Schritt und Schritt wieder nach oben. Kudelka hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er zur erweiterten Weltspitze gehören kann. Gerade in der Saison 2014-2015 sprang er regelmäßig in die Top 10 und sicherte sich 4 seiner 5-Tage-Siege im Weltcup. Doch seit dieser Zeit geht es beim tschechischen Routinier im Winter kontinuierlich bergab. Dabei präsentierte sich der 30-Jährige in den Sommermonaten durchaus stark, schaffte es aber nicht, die Form in den Winter hineinzubringen. Ja, letztes Jahr war Problem nicht bei mir, aber war ein bisschen Problem mit Material bei uns. Wir hatten ganz neue Helme für 10 Tage vor ersten Wettkampf und dann war es sehr schwer. Auch Anzug war, wir hatten nur 3 Möglichkeiten mit Farbe und war schwer, speziell für Kopf, aber das ist schon weg und ich diese Zeit ich will vergessen und wieder arbeiten. Tschechiens stärkster Springer wird auch den anstehenden Winter mit neuem Elan in Angriff nehmen. Neu in der Position des Cheftrainers ist David Jirutek, der den bisherigen Coach, den Österreicher Richard Schallert, nach einer enttäuschenden Saison ablöste. Jirutek selbst ist kein Unbekannter, er gehörte schon unter Schallert dem Trainerteam an. Somit kennt er die Stärken und Schwächen des Teams.
Mit Roman Kudelka hat Tschechien nach wie vor einen klasse Springer. Und verfügt der 30-Jährige über das nötige Material und Selbstvertrauen, so sind auch nach einem Jahr zum Vergessen schon zu Beginn des Winters wieder Resultate in den Punkten drin. Ja, schön, dass Roman Kudelka wieder mehr Spaß am Skispringen hat. Und es wird sich zeigen, ob er dadurch wieder zu alter Form findet. Wir machen jetzt aber weiter mit dem besten Sommermix. Das ist Welcome to Hiza, nur hier bei LHW. Bei LHW geht es nun weiter mit der Schweiz. Und wenn ich die Schweiz sage, dann denken ja wahrscheinlich sehr viele an Simon Ammann. Okay, bei Simon Ammann gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten. Der springt nun mit Zlatna-Skiern und tüftelt natürlich weiter am Material. Doch eigentlich steht jetzt jemand ganz anderes im Fokus, nämlich Kilian Payer. Denn beim 23-Jährigen ist momentan viel in Bewegung. Im Frühling ist er ja aus der WG mit Gregor de Schwanden und dem Kombinierer Tim Hook ausgezogen. Und er lebt jetzt mit seiner Freundin in Einsiedeln. Ja, und auch sportlich geht es ja bei dem jungen Mann gut voran. Und was es sonst noch so zu erzählen gibt, hört ihr jetzt im LHW-Interview. Also, Kilian Payer jetzt im Interview hier in Hinterzarten. Ich weiß, du hast ja eine ganz besondere Jugendgeschichte hier mit Hinterzarten. Erzähl's uns doch mal. Ja, ich glaube, ich habe damals meinen ersten über 100 Meter Sprung gehabt und ja, das war nur cool. Aktuell läuft es ja sehr gut. Du hast in Krain gewonnen, bist Fünfter in Wissler beim Sommercompris geworden. Was macht dich zurzeit so stark? Ah, weiß noch nicht. Ja, ich versuche die Dinge zu arbeiten, die ich noch im Winter noch schwierig gehabt habe. Und ja, es bewegt sich langsam in die richtige Richtung. Es ist ja so, du bist ja seit 2013 im Weltcup dabei, bist als große Schweizer Hoffnung auch gestartet, aber hattest auch mit Problemen zu kämpfen gehabt. Was war deiner Meinung nach das Schwierigste bisher im Weltcup? Die Selbstvertrauen mitzunehmen, das ist noch ein... Die Stärke und gleichzeitig die Schwäche, wo ich habe und da habe ich noch bis jetzt nicht ganz die Selbstvertrauen im Weltcup packen können. Ich habe mal was sehr Interessantes gelesen, da ging es um einen Vergleich mit Severin Freund, was die Anlaufposition betrifft. Was ist da dran? Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es noch heutzutage stimmt, aber dann vor ein, zwei Jahren hat es noch... ja, ähnlich ausgesehen. Und ja, es ist die Bewegung am Tisch. Er hat sehr sauber gemacht und es hat gleich doch noch Ähnlichkeit gehabt mit meiner Position und dort wollte ich ein bisschen näher kommen. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Ausblick jetzt nach Hinterzarten. Was steht bei dir so an? Und glaubst du auch so ein bisschen an den Gesamtsieg hier im Sommercompris? Nein, das glaube ich noch nicht. Ich versuche meine technischen Sachen gut zu machen und wenn das mit den Bedingungen und alles klappt, dann bin ich froh, wenn ich vorne dabei bin. Aber sonst, ich nehme, wie es kommt. Kilian, herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg. Danke. Ja, ein echt spannender Skispringer, dieser Kilian Payer. Und mal schauen, ob er dem Schweizer Skispringen noch einen weiteren Schub geben kann. Schwungvoll weiter geht's jetzt im Programm mit den besten Sommerhits. Nur hier bei LHW. LHW und wir machen weiter mit einem eher kleineren Springer, der aber in der Vergangenheit ziemlich Großes geleistet hat, denn er wurde 2017 Gesamtsieger. Die Rede ist nämlich von Stefan Kraft. Und was es Neues so um den Stefan gibt, das erfahrt ihr jetzt im LHW-Interview. Ja, Stefan Kraft jetzt im Interview. Stefan, du bist ja ein richtiger Skiflieger jetzt in Hinterzarten. Wie gut kommst du mit der Schanze zurecht? Ja, war schon ganz okay fürs Training. Bin ich sehr positiv, mal guter Start gewesen. Natürlich noch ein paar Reserven, ist eine relativ kleine Schanze, aber es macht immer Spaß hier. Reden wir mal ein bisschen über die Vergangenheit. Du bist ja 2017 überragend Gesamtsieger geworden. 2018 war ja etwas eine schwierige Saison mit etwas Abstand. Wie hast du eigentlich die vergangene Saison verarbeitet? Ja, so schlecht war es nicht. Also es war einfach bei den Highlights.
nicht ganz erfolgreich. Da hat leider nicht alles zusammengestimmt. Einmal den Faden ein bisschen verloren, aber trotzdem glaube ich, denke, dass ich wieder mit Gesamtvierter und sehr viele Stockerplätze wieder sehr gute Saison gehabt habe. Und ja, das ist mir bewusst, dass ich nicht immer so eine Saison runterklopfen kann. Die anderen schlafen auch nicht. Generell stehst du jetzt auch durch die vergangenen Erfolge mehr im Fokus. Wie hat sich dadurch dein Leben eigentlich verändert? Puh, nicht großartig. Natürlich, wenn Erfolge da sind, hat man Termine zu machen, muss man dahin. Aber es waren eigentlich sehr angenehme Sachen. Ich glaube, das erleben nicht viele und von dem her hat sich nicht viel verändert. Sicher weiß ich, dass ich wenn ich zu Olympia fliege, dann will ich eine Medaille gewinnen. Das ist das große Ziel und mit denen bin ich leider nicht ganz zurechtgekommen. Reden wir mal über eine Veränderung im Frühjahr. Ich habe jetzt einen neuen Trainer mit Andreas Felder. Wie sind so die ersten Eindrücke im Training? Ja, schon anders. Also natürlich, er ist sehr direkt. Wir haben ganz eine neue Linie drinnen. Das ganze Trainerteam ist neu. Also von dem her schon eine große Umstellung. Aber ich bin einmal sehr positiv überrascht, wie es bis jetzt läuft. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die Zeit nach Hinterzarten. Was sind so die nächsten Schritte und vor allem, was ist denn so der Kraftplan für die neue Saison? Ja, jetzt natürlich noch einsiedeln, Courchevel. Dann geht es noch mal kurz in den Urlaub und nachher, ja, ich sehe da schon der Herbst vor der Tür. Natürlich werden wir in Klingenthal, Hinzenbach noch am Start sein am Sommer Grand Prix. Ja, und ich hoffe schon, dass es mir mal heimwärmt. Wir werden natürlich viel Zeit in Innsbruck verbringen. Das ist ja, eines meiner größten Ziele überhaupt, dort eine Medaille zu gewinnen. Und ja, was Schönes kann uns nicht passieren, wie ein Heimwärm am Berg Isar. Absolut richtig, da wünschen wir dir viel Erfolg. Dankeschön. Stefan Kraft im Interview bei Lars-Henrik Wacker. Und wo die Reise hingeht, das wird man spätestens im neuen Winter sehen. Ganz sicher weiter geht es jetzt aber mit den besten Sommerhits. Das ist Welcome to Hiza, nur hier bei LHW. Marc Heidrich ist am Mikrofon und wir machen weiter mit der besten Unterhaltung. Denn vor der Sommerpause hat LHW eine neue Skisprung-Comedy ins Leben gerufen, nämlich Skifliegen. In der Debütfolge haben wir Kamils doch geholfen, etwas gegen seine Sommerschwäche zu tun. Und ich denke, es hat beim Überflieger aus Polen auch ganz gut gewirkt. Nun sprechen wir aber über ein ganz sonderbares Verhältnis, nämlich das zwischen Profisportlern und Journalisten. Mein Kollege Lars-Henrik Wacker kennt dieses Miteinander nur zu gut. Er weiß aber auch, was alles in die Hose gehen kann. Comedy. Der Journalist. Eine besondere Spezies von Mensch. Gerade der Sportjournalist ist so ein Fall für sich. Immer voll on fire. Tor in Nürnberg, ich mag das nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr sehen. Aber sie haben ein Tor gemacht. Ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin. Ich weiß nicht wie. Kopfball von Nickel. Die Leute haben es gehört, dass Frankfurt vorne liegt, dass Rostock vorne liegt. Jetzt liegt der Ball im Netz. Nur noch 1-2. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, es tut mir leid. 1-2. Nickel per Kopf. Flanke von Fuka. Treffer für die Klubberer. Es ist nicht zu fassen. Wir waren in Bochum. Wir waren in Frankfurt. Wir sind in Nürnberg. Was gibt's Neues in Bochum, Manfred Breukmann? Ja, ja, der gute alte Günter Koch. Wahrhaft ein Kultreporter. Doch zu viel Strom hat auch seine Heimtücken. Vor allem, wenn man einfach alles nur perfekt machen möchte und dann unbemerkt den Nachnamen seines Interviewpartners in die Frage einbaut. Stefan Laie kann ein Lied davon singen. Okay, für den Laien, der sich jetzt in der Zeit nicht so auskennt, was denkst du, was ist so die Schwierigkeit dieser Schanze hier? Der Radius. Der hat so einen kleinen scharfen Knick und den muss man gut überstehen. Tja, da hat's dem Stefan ja die Sprache verschlagen. Nix mit Erbarmen, zu spät, die Hesse komme. Doch wehe, die Jungs aus dem Freistaat Bayern machen sich auf den Weg. Ja, dann rollt eine Welle des Charismas an. Eine extrem schwierige Herausforderung für jeden Journalisten. Das fängt ja schon bei den Jüngsten an. So zum Beispiel Konstantin Schmid. Und das war eigentlich der Auslöser jetzt für das Zünglein in der Waage, wie man sagt, für mich. Wobei der 18-jährige, frisch gebackene deutsche Juniorenmeister hat es einfach faustdick hinter den Ohren. Ganz gefährlich. Vor allem dann, wenn er auf den telepathischen Bubi-Modus mit den großen Augen umschaltet. Vorsicht, das ist Hypnose für die Grammatik. Also Konstantin, mit welchen Erinnerungen hast du den Kandersteg behalten? Ja,
Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und in Brotterode litt ich nicht nur an einer kleinen Grammatikschwäche, sondern wohl auch an einem Alterskomplex. Brotterode 2008 stand in diesem Jahr im Zeichen der Olympischen Winterspiele. Und dennoch lohnte es sich, auf die Wettbewerbe an der Inselbergschanze zu schauen. What? Brotterode 2008 stand in diesem Jahr im Zeichen der Olympischen Winterspiele. Und dennoch lohnte es sich, auf die Wettbewerbe an der Inselbergschanze zu schauen. Ich weiß wirklich nicht, warum ich unbedingt in das Jahr 2008 zurück wollte. Da war ich doch gerade mal 15 Jahre alt, hatte noch ganz lange Haare und schrieb für die Schülerzeitung. Mensch, wie die Zeit vergeht. Wobei ich mir das auch bei meinem Altersgenossen Karl Geiger denke. Und in den Jahren habe ich eins festgestellt. Karl hat nicht nur eine Vorliebe für das Skispringen, sondern auch für Obst. Das ist, man kann das nicht genau miteinander vergleichen, das ist wie Äpfel und Birnen, beides ist gut, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich nochmal in Oberstdorf starten. Schanzen mit Obst zu vergleichen, echt putzig. Wobei Essen hat auch der Chef, nämlich Werner Schuster, allzu oft im Sinn. Baker Man is baking bread. Und jetzt muss er halt mal kleinere Brötchen backen. Baker Man is making bread. Diese Nuss versucht er gerade zu knacken. The night train is coming. Got to keep on running. Und man kann sich nicht immer selber neu erfinden. Man muss hier immer wieder eine Dynamik entfachen und hier einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Aber wehe, der Werner ist hungrig. Dann hilft nur ein Schokoriegel. Oder wenn alles zu spät ist, Kopf einziehen. Wobei, da haben sie mir doch nochmal eine Vorlage gegeben, selber den Freund. Also, wie sieht's da aus? Lass uns da mal. So viel Platz hast du gar nicht in deiner Zeit. Das stimmt aber als Hintergrundinfo natürlich. Slow down, relax, take it easy. Super, dann war's das schon. Vielen Dank, Herr Schuster. Wobei, eine Kleinigkeit noch. Ich habe immerhin 4 Zeitungen zu füllen in diesem Wochenende. Also, okay, dann sind Sie ja richtig beschäftigt. Da bin ich richtig beschäftigt. Insofern kann ich ein bisschen was brauchen. Dankeschön. Schönen Abend. Tja, auch 1,67 Meter können ordentlich auf den Sack gehen. Das wird sich Schusters ehemaliger Schützling Simon Amann ebenfalls gedacht haben. Dabei war ich doch ganz freundlich und habe mich in unserem ersten Interview sogar höflich vorgestellt. So, noch ein paar Fragen vom Mannheimer Morgen. Ja, mein Name ist Lars-Henrik Wacker. Es geht um Ihren ehemaligen Cheftrainer Werner Schuster. Und zwar, wie haben Sie eigentlich Werner Schuster als Chefcoach in der Zeit in der Schweiz, also in dem Jahr, erlebt, als Trainer und als Mensch? Na gut, Simi. Dann gibt's eben 3 Fragen. Pech gehabt. In Sachen Ammann sollte man aber eins wissen. Don't call it Schuster. Das war doch Pech. Können Sie noch ein bisschen genauer erläutern? Ah, solche Frage jetzt. Kriegst du nicht viel. Es war interessant. Wir haben sehr intensiv gearbeitet. Es war halt nur ein Jahr. Aber wir haben uns eigentlich sofort gefunden. Einfach auch über die Inhalte haben wir uns sehr gut unterhalten, auch sehr weitläufig auch, was einfach damals 2007, 2008 super war für mich auch selber. Ja. Hätten Sie ihm so eine Laufbahn jetzt in Deutschland zugetraut? Ja, natürlich. Ja. Solche Antworten machen das Zitieren nicht viel leichter. Wobei ein Meister der Skisprung-Zitation ist Severin Freund. Da legt der Sevi aber sehr viel Wert drauf. Ich habe im Internet was sehr Interessantes gelesen, dass du sogar ein bisschen froh warst über die Diagnose, weil es uns schwieriger gewesen wäre, in die neue Saison zu starten. Aber ja, fast. Oh Menno, nur fast. Das ist wie knapp richtig. Jetzt bin ich sauer. Doch wenn gar nichts mehr geht, dann hilft nur eins. TGIF, be Freitag. 2 Meter weniger Tisch für morgen. Für heute muss ich sagen, war es... Ja, zäh. Also das ist, wenn es ein Trainingstag gewesen wäre, hätte ich die Latten hinten in den Deckel gehauen, hätte erstmal geflucht, wäre ein Wald gegangen, hätte Bäume angeschrien. Gut, Richard. Ich gehe jetzt gleich mal ein paar Bäume im Schwarzwald anschreien. Mal schauen, was ich für eine Antwort bekomme. Vielen Dank und viel Glück. Danke. Ciao. Lars-Henrik Wacker, und es ist doch erstaunlich, wie schnell die Zeit wieder vergeht, denn wir haben das Ende der Sendung erreicht. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken, fürs Einschalten und hoffe, dass ihr einfach viel Spaß gehabt habt. Im Sommerkompli geht es nun weiter am 3. und 4. August in Einsiedel in der Schweiz. Und wie ihr das von mir gewohnt seid, gibt es in den nächsten Tagen auch ein Best-of auf meinem YouTube-Kanal. Und nicht vergessen, nach der Sendung ist vor der nächsten. Wir hören uns bald wieder. Bis dann! Also ist der Wind.